Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde. Heute mal das etwas ungewöhnte Location. Ich habe mich mal nach draußen begeben. Nicht, dass es heißt, ich mache nur Videos immer im Arbeitszimmer. Wobei, in den letzten Jahren habe ich es immer irgendwie aus einem Arbeitszimmer gemacht. Auch immer in meinem. Ja, warum heute ein Outdoor-Video? Will ich euch irgendwas Bestimmtes zeigen? Im Prinzip schon. Wenig in Natur, wobei es auch mit der Natur zu tun hat. Auch jetzt nicht wirklich da, wo ich wohne. Es geht heute um ein relativ ornithologisches Thema, das heißt um ja, Vögelchen, um einen Vogel insbesondere. Und zwar habe ich gehört, dass so in den letzten Wochen das Aufkommen von Rotkehlchen bei uns Braunschweiger Umgebung wieder vermehrt gesichtet wurde. Und es soll wohl eine relativ neue Subspezies geben und ich dachte, ja, warum mal nicht nach draußen gehen, mal das Wetter genießen, solange es noch einigermaßen schön ist. Und vielleicht haben wir Glück und sehen tatsächlich eins von dieser Subkategorie von Rotkehlchen. Wollen wir mal schauen. Also generell ist ja relativ bekannt. Ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Ich bin ja nun wirklich nicht so bewandert in Vogelkunde. Dass Rotkehlchen wohl bis zu 22 Gramm schwer werden können. In Gefangenschaft wohl, ja, je nach Literatur, von einem Jahr bis 14 Monate überleben können. Schauen wir einfach mal, vielleicht finden wir eins und ich halte euch auf den Laufenden. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Minuten unterwegs, mitten im Wald, wenn man so möchte. Für Verhältnisse Wald, was in Braunschweig Wald genannt wird. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil zumindest laut den Informationen, die ich gelesen habe, sind ja gerade Rotkehlchen nicht so extrem menschenscheu. Das heißt, die kommen relativ nah ran, beziehungsweise lassen Menschen an sich recht nah rankommen. Das hört man vielleicht auch am Rauschen im Hintergrund. Wir sind nicht weit weg von der Autobahn. Es ist nicht das Meer, schön wär's. Es ist die Autobahn und ich denke mal, so da hinten, wo es ein bisschen dunkler wird, auf der Kamera kann man das jetzt nicht ganz so gut erkennen. Sieht irgendwie besser aus, als es tatsächlich ist. wollen wir mal gucken, ob wir da fündig werden. Ah, bis gleich. Nicht zu sehen. Ich glaube, wir müssen einfach mal tiefer in die Pampa gehen. Ja, langsam wird es jetzt dunkler. Im Moment male ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so große Hoffnung aus, dass wir heute noch einen von den Vögeln sehen werden, geschweige denn sonst irgendwas. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt vielleicht noch eine Viertelstunde maximal durch den Wald schlendern. Schleichen vielmehr. Vielleicht finde ich noch was. Wenn nicht, naja, schauen wir mal, dann vielleicht ein anderes Mal. Okay, gehen wir mal weiter. So, ich glaube, wir kommen der Sache langsam auf die Schliche. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber für den erfahrenen Pferdensucher sind hier auf jeden Fall einige Spuren vorhanden. Die führen so ein bisschen vom Pfad ab. Und ja, also wenn mich meine Sinne nicht täuschen, führen die irgendwo dahinter. Ja, ich glaube da so ein bisschen ins Unterholz. Ich würde sagen, da begeben wir uns auf jeden Fall mal hin. So, ich glaube, ich habe was gesehen, beziehungsweise zumindest schon mal was gehört. Ich glaube, das befindet sich irgendwo da hinten. Ich würde sagen, lasst uns mal leise und gemeinsam näher gehen und einfach mal schauen. Ich werde mal die Kamera rumdrehen, Sekunde. So. Irgendwo hier habe ich was gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da, ich glaube, das ist einer der Vertreter. Wartet mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, ganz eindeutig ein Rotkehlchen. Allerdings glaube ich, das ist ein etwas größerer Vertreter. Wir haben auf jeden Fall Glück. Das ist die Subkategorie, von der ich sprach. Deutlich mehr vom Gewicht. 50 Gramm würde ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt schätzen. Ein Prachtstück. Auf jeden Fall nicht nur mit einer roten Kehle, sondern einem dicken, güldenfarbenen Bauch. Wir schauen einfach mal,
ob ich noch ein bisschen näher kommen kann und vielleicht noch eine etwas bessere Aufnahme kriege. Ja, ja, da ist es. Ich bin jetzt noch vielleicht einen guten Meter davon entfernt. Es ist auf jeden Fall sehr zahm. Er ist bis jetzt noch nicht weggeflogen. Ich will mal gucken, vielleicht besteht die Möglichkeit, ihn sogar anzufassen. Ah, sehr zutraulich, keine Angst, hier passiert nichts. Auf jeden Fall, wir haben ihn gefangen. Er zeigt keinerlei Gegenwehr, sehr, sehr schön. Ah, wirklich ein wundervolles Prachtexemplar. Und was das Gute ist am gewöhnlichen Rotkehlchen ist, der hier ist auf jeden Fall zum Verzehr freigegeben. Den nehmen wir mit, den packen wir ein und wollen wir doch mal schauen, ob wir den nicht lecker zubereiten können. Ja, wieder zurück im Arbeitszimmer. Der gefangene Bursche befindet sich noch hier. Habe euch ja gesagt, dass in Gefangenschaft die Lebenszeit tatsächlich bis zu über einem Jahr betragen kann. Aber ich würde mal sagen, hier hält er keinen weiteren Tag aus. Den werden wir jetzt einfach mal aufmachen. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ist ja nicht so, dass ich den Tabak nicht schon eine Weile im Auge habe. Beziehungsweise zugegebenerweise auch schon eine ganze Weile in meiner Tabakbar, wollen wir ehrlich sein. Aber irgendwie immer wieder aus den Augen verloren habe, so wie das ist. Es kommen neue Sachen hinzu, die werden oben drauf gepackt, anstelle, wie man es bei Mutter gelernt hat, die frische Wäsche unter die Wäsche, die noch im Schrank ist, damit alles mal durchbenutzt wird. Nein, da wird oben drauf gepackt und dann geraten solche Schätzchen auch mal in Vergessenheit. Aber das ist egal. Wir mal aufmachen das Ganze und mal reingucken. Was auf jeden Fall zu unserem Vögelchen zu sagen ist, ich lese mal gerade ab, weil ich habe das auch nicht mehr so genau in Erinnerung. Ich weiß noch, das ist ein Latakia-haltiger Tabak, aber man spricht hier von einer wunderbar englischen Ready Rub Mixture mit viel druckfermentierten Virginia, der für eine süßliche Grundnote sorgt und einem dezenten Anteil Latakia, der ein Hauch rauchiger Würze beisteuert. Im Rauch sanft und kühl. Danke. mit unaufdringlich tabakechtem Duft. Gut, dieser Bursche, zugegeben, ist schon ein bisschen länger in Gefangenschaft. Wenn ich das richtig interpretiere, habe ich den, glaube ich, 2012 gekauft. Aber nichtsdestotrotz, der war bis eben noch original verschlossen. Und dann können wir gleich mal gucken, wie lange die sich hier frisch halten. Weil ich hatte bisher noch keinen Tabak, der so ewig lange, oder fast keinen Tabak, der so ewig lange zu ist. Also, man riecht auf jeden Fall den Latakia. Aber der knallt nicht, aber würzig. Und ich rieche tatsächlich noch anderen Tabak durch. Die Dose hat ein kleines bisschen am Rand Rost angesetzt. Wird man wahrscheinlich jetzt so nicht wahrnehmen, aber wirkt ein bisschen gestaucht, ein bisschen wenig. Aber gut, ist eine große Dose. 50 Gramm als Inhalt. Wahrscheinlich waren es keine anderen Dosen damals. Ich weiß es nicht. Also konditioniert ist auf jeden Fall gut. Das merkt man sofort. Das Deckblatt, erstmal den ganzen Tabak abkratzen, ist auf jeden Fall ganz leicht feucht, also wirklich ganz leicht. So, als hätte er in der Feuchtigkeit gelegen und dann ein paar Stunden in der Sonne, wo noch ein bisschen Restfeuchtigkeit ist. Hat auf jeden Fall ein bisschen was, naja, das Licht reicht nicht aus, hat auf jeden Fall ein bisschen Feuchtigkeit abgegeben, der Tabak. Oh, ist das ein Geruch. Alter Schwede, ist das ein Geruch. Latakia, ja, na klar, aber auch säuerlich. Ich rieche auf jeden Fall Tabak, könnte jetzt aber nicht sagen, dass es Virginia ist, ohne Quatsch. Also der Latakia ist da noch zu stark vertreten, aber oh, das riecht richtig gut, richtig süffig, nicht aufdringlich. Ready Rub, ja, könnte man auch als Broken Flake angeben, damit er mal ein Bild hat. Ich gehe mal ganz kurz in den Kontrast rein. Kontrast bzw. Fokus meine ich. In der Kamera, das hat man auch gesehen in meiner anderen Kamera, wo ich unterwegs war, die stellen das ja immer ein bisschen heller dar, als es realistisch ist. Ist der Tabak jetzt heller, als er tatsächlich ist? Und wartet mal. Also da sind richtig fette Flake-Stückchen drin, also beziehungsweise ja, Flake-Reste. Oh,
Ja, der hatte auch was Süßes dabei, jetzt, aber nicht aromatisch süß, sondern der riecht säuerlich, bisschen süß so im Nachhinein. Ja, und von der Konditionierung ist er genau richtig. Also da kann man nichts falsch machen und ich grübel. Egal, hauen wir den mal in die Pfeife rein. Prinzip wird das quasi fast nur reingeschmeckt, weil ich habe die Tabakdose ja auch eben erst aufgemacht und den noch nicht vorher probiert. Hab den damals, muss ich zugeben, auch wegen dem Cover gekauft, weil ich fand den Vogel auch so schön. Den Little Wren habe ich mir auch als Coverkauf damals zugelegt und weil ich neugierig war, das war leider nicht so meins. Im Prinzip fehlt, wenn ich den jetzt durch habe, noch der Blue Canary, auf den ich auch wirklich sehr, sehr gespannt bin. Also den werde ich mir irgendwann auf jeden Fall nochmal holen. Nicht nur wegen des Covers, sondern weil das zumindest von der Beschreibung doch ein Wintertabak für mich ist. Zimt halt. Apfel, wobei Apfel kannst du jederzeit eigentlich, aber egal. Wollen wir mal schauen. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen, um Feuer zu ziehen. Dann merkt man, dass er auf jeden Fall noch eine gute Kondition hat. Also trocken ist er in keinem Fall. So, wir sparen uns jetzt mal die Minute warten, die obligatorische. Jetzt kommt er langsam. Das Gute ist, da es kein Aroma beigesetzt ist, kann der jetzt auch nichts davon verloren haben. Aber gleich im ersten Geschmack, also die ersten zwei Züge, mehr oder minder zwei Züge jetzt beim Entzünden, die sind ja natürlich immer ein bisschen stärker, logisch. Nicht nur die ersten zwei, aber so generell beim Entzünden, weil durch die enorme Verbrennung, ja, schmeckt das Ganze natürlich würziger, ein bisschen verbrannt, je nachdem, wie vorsichtig man ist. Ein bisschen kommt der Latakia durch, jetzt beim zweiten Entzünden schon gar nicht mehr. Oder fast gar nicht. Brennt jetzt aber, beziehungsweise klimmt jetzt recht gleichmäßig runter. Also ich finde ja Danpai, der Tabak ist ja von DTM, macht ja immer ziemlich passende Beschreibung. Aber aufgrund des Geruches hätte ich jetzt nicht getippt, dass da nur ein Hauch von Latakia drin ist. Schon wenig, relativ wenig. Aber ich hätte gedacht, ich schmecke das stärker. Also den Virginia schmecke ich jetzt definitiv raus. Das Säuerliche, was ich vorhin gerochen habe, gut, vielleicht liegt das auch daran, dass der Tabak nun schon ein paar Jahre alt ist, aber das Säuerliche schmecke ich überhaupt nicht. Das war jetzt nur ein Geruch. Fast ein bisschen schade, weil so ein bisschen säuerlicher Beigeschmack, so ein bisschen Perique, steht nicht drin, dass welcher drin ist, aber so ein bisschen Perique wäre jetzt hier auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Na gut, wenn ich jetzt ein bisschen energischer ziehe, vielleicht kommt eine leichte Säuerlichkeit. Also, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber. So ein Hauch. Auf jeden Fall ist der Tabak mild, wirklich zungenmild. Hat diesen dezenten Hauch von Latakia. Aber wirklich nur ein Hauch. Ein bisschen mehr, um es zu vergleichen, würde ich jetzt sagen, als von McBaren, der Latakia Blend, den ich vor Ewigkeiten mal eingestellt habe. Ein bisschen mehr, aber marginal. In erster Linie wirklich in Virginia. Leicht heulig. Eine gewisse Süße hat er. Wie gesagt, keine chemische Süße, wirklich so, ja, Virginia Süße. Also
nicht so massiv wie bei einem reinen Virginia, der wirklich auch ordentlich noch Zuckeranteil hat, aber. Ein bisschen kribbelt auch der Rauch, muss ich sagen. Daran, wie es dampft, also das ist für mich immer ein Indikator, wenn die Pfeife A nicht ewig nicht angeht und wenn es dann dampft, der ist eigentlich ordentlich feucht. Wobei entzünden ging ja noch, also. Aber schmeckt nicht schlecht, muss ich ehrlich mal so sagen. Gut, ob es jetzt ein All-Day-Smoke werden könnte, das lässt sich da nicht sagen. Da müsste ich erstmal wenigstens die halbe Dose runterrauchen. Aber auf jeden Fall ein guter Fang. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich heute noch mal im Wald unterwegs war, um diesen kleinen Vogel genau unter die Lupe zu nehmen. Der hat was. Also den werde ich jetzt auf jeden Fall genüsslich runterrauchen. Wäre ja auch Verschwendung, das tote Vögelchen. Ja, das klingt so brutal. Den Tabak einfach nur noch hier liegen zu lassen. Nee, der wird jetzt erstmal eine Weile gebraucht, das auf jeden Fall. Jo, guti, alles klar. Dann wollen wir mal gucken, ob ich den ganzen Krempel hier zusammengeschnitten kriege und wir sehen uns. In diesem Sinne, macht's gut und bald.